Mein Name ist Ivan Büttler, ich bin der Gründer von der Compass Security, die sich darauf spezialisiert hat, Schwachstellen im Cyberspace zu finden. Ja, der ethische Hacker ist der gute Hacker. Das ist jemand, den man beauftragt, um eben die Schwachstellen zu finden und dann auch mal sagt, wie man die beheben kann. Und der schlechte Hacker oder der böse Hacker ist dann der es wirklich ausnutzt. Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Arten. Das eine ist, man hackt den Computer direkt, wie zum Beispiel jetzt, wo Webcams, die im Internet sind, Solaranlagen, Atomkraftwerke und dergleichen. Oder man geht über den Mensch. Also man schickt einem Menschen einen Trojaner, er soll draufklicken, eine Phishing-Seite, das ist dann mehr auf den Mensch. Meines Erachtens ist die grösste Gefahr für eine Privatperson eigentlich die Ransomware. Das ist, wenn der PC verschlüsselt wird und man erpresst wird, nachher, um die Daten zu entschlüsseln. Software-Updates sind deshalb so wichtig, weil es gibt immer wieder Schwachstellen in Software. Software ist nicht perfekt. Und mit der Zeit entstehen dort Sicherheitslücken, die durch Angriffe ausgenutzt werden können. Und wir können nur dann sicher bleiben, wenn die Systeme aktuell behalten werden. Man muss sich vorstellen, wie beim Auto, wo man einen Service gehen muss und dann, dass wieder alles in Ordnung ist.